Verschiedene Methoden, Coins zu verdienen, das sind Methoden, nach denen Leute schon immer suchen, auch schon seit 2019, als Skyblock rauskam. Mittlerweile sind wir bald am Ende vom Jahr 2021 und Skyblock ist wie gesagt schon über 2 Jahre draußen. Ich schaue mir heute mal an, wie gut man denn heute noch Coins verdienen kann mit Methoden von damals. Damals, als es noch viel weniger Sachen in Skyblock gab und wie das damit heute aussieht, ob es heute immer noch gleich gut ist oder vielleicht was sogar besser ist in Sachen Coins verdienen als damals. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Und wir beginnen mit einem, ich würde mal sagen, Klassiker, und nein, das ist in diesem Fall hier nicht Enderman Slayer tatsächlich, weil das gibt's ja noch nicht allzu lange, sondern es ist Zeddets Farmen im End. Früher war es eigentlich ein riesengroßer Meilenstein, wenn man jeweils in der Lage war, 13.000 Damage mit einem Hit zu machen. Heutzutage ist es relativ easy zu erreichen, aber früher, als es nur 40 Talismane gab, war es wirklich schon eine Herausforderung und wirklich ein großes Achievement, wenn man das mal geschafft hat, 13.000 Damage zu machen und damit Zeddets one-hitten zu können. Damals war also beispielsweise auch so, dass man mühsam durchs AH durchskippen musste und einfach hier nach Summoning Eyes suchen musste, wenn man welche sich kaufen wollte, weil man musste damals wirklich jedes Summoning einzeln aus dem AH einfach rauskaufen. Und wenn wir uns an die Preise erinnern, ich persönlich, ich habe selbst ganz kurz, nachdem das End-Update rauskam, angefangen hier Skyblock zu spielen und damals hat ein Summoning Eye so ganz knapp so 350 bis 380.000 Coins gekostet und das war damals eigentlich auch schon relativ viel Geld dafür. Aber das ist natürlich nichts mehr im Vergleich dazu, wenn wir uns anschauen, wie teuer Summoning Eyes heute sind. Mittlerweile gehen Summoning Eyes für bis zu 1,2 Millionen Coins über den Ladentisch hier im Bazaar und das hat auch seine Gründe. Zum einen gibt es viel, viel mehr Coins in der Wirtschaft hier bei Skyblock und tatsächlich gibt es eben beispielsweise auch sehr viele Leute, die Skyblock einfach nur noch so zum Spaß spielen und teilweise wirklich einfach Gems ausgeben, um damit Booster Cookies zu kaufen, diese dann für Coins verkaufen und mit den Coins wiederum Summoning Eyes kaufen und daraus dann Drachen machen. Ja, diese Leute gibt es wirklich. Und das ist auch ein Grund dafür, wieso eben Booster Cookies gleichzeitig auch steigen, aber da gibt es auch einen anderen Grund, das sind nämlich die Ironman-Spieler, die diese halt eben auch aus dem Bazaar kaufen können, obwohl sie ja sonst eigentlich keinen Zugriff auf den Bazaar haben. Also das ist auch der Grund, weswegen diese auch immer teuer werden. Im Booster Cookies waren zum Release, als diese rauskamen, ja auch gerade mal irgendwie bei 700.000 Coins. Aber es geht jetzt um Summoning Eyes und wie hat man damals Summoning Eyes gefarmt? Ungefähr mit so einer Rüstung, nämlich mit der Young Dragon Armor, weil das war so ziemlich die schnellste Armor, die man damals hatte und wenn man noch nicht so viel Defense und noch nicht so viel HP hatte, dann hat man damit auch gut was ausgehalten, dann hat man schon auch mal ein paar Hits von dem Zeddet überlebt, aber auch nicht allzu viele, also gestorben ist man trotzdem ab und zu mal noch. Und für die Leute, die dann schon ein bisschen weiter waren, die haben dann beispielsweise auch die Farmer Boots verwendet, einfach nur noch und oben dann vielleicht sowas wie noch eine Obsidian Chestplate mit Obsidian im Inventar, damit sie halt schneller gehen können. Oder ganz früher, halt eben auch damals, als ich angefangen habe, Skyblock zu spielen, damals haben viele Leute auch Weiß Dragon Armor verwendet, um viel Mana zu haben und die Mana haben sie jeweils investiert in den Speed vom Rogue Sword, also sie haben einfach mit dem Rogue Sword immer wieder Rechtsklick gemacht, um halt einfach schneller zu sein, den Speed zu haben, das war damals und ist es auch heute immer noch einfach alles, wenn es darum geht, Summoning Eyes zu farmen. Man muss einfach am schnellsten bei den Zeddets sein, um sie halt schnell killen zu können. Aber heute gibt es dafür auch ganz andere Möglichkeiten, ich bin mir sicher, ihr kennt sie. Sie heißen Choo-Choo Shortbow, Terminator, Frozen Sight, Bonzo Staff und wie sie nicht alle heißen. Und damit kann man einfach noch besser und vor allem auch noch schneller Zeddets killen und man macht auch so oder so genug Damage damit. Darüber muss man sich gar keine Gedanken mehr machen in der heutigen Zeit. Und mit dieser Methode war es eigentlich ganz Standard, dass man jeweils so pro Stunde so 4 bis 5 Summoning Eyes gefarmt hat, wenn man wirklich gut dabei war. Also sprich, das waren dann am Ende so ungefähr 1,2 bis 1,5 Millionen Coins, weil man muss natürlich bedenken, mit Scavenger Coins hat man tatsächlich auch sehr, sehr gut Geld noch verdient, halt eben durch das Killen der Zeddets, das waren ja halt doch immerhin dann auch irgendwie 150 Coins pro Kill. Und das hat einem dann schon auch echt gut nochmal etwas dazu gegeben. Ich habe mir beispielsweise so damals meine allererste so Pure Armor erfarmt. Ich habe einfach eine ganze Woche lang nur Summoning Eyes gefarmt und hatte dann am Ende der Woche so ungefähr 30 Millionen zusammen und konnte mir damals damit auch Full Superior leisten, denn Superior war damals halt einfach auch noch günstiger, weil 30 Millionen waren damals natürlich auch noch viel mehr Geld, als das es heute sind. Aber dann irgendwann kam das Pets Update raus und dann gab es dieses tolle Pet hier, nämlich den Legendary Enderman, den man von den 9000er Endermännern gedroppt bekommen kann, der einem ja eine 25% Bonus Chance gibt, halt eben Special Zeddets zu bekommen, wo man halt dann eben garantierten Summoning
Ring-Eye-Job bekommen kann. Und dann gibt es eben auch noch Enderman Slayer. Wenn man das ja auch noch ein bisschen levelt, dann hat man ja da auch nochmal eine zusätzliche Chance, halt eben Rare-Sachen zu bekommen, eben Rare-Jobs, Rare-Mobs und so weiter zu spawnen, wo halt eben auch das Special Zelot dazu gehört. Sprich, man hat auch nur schon mit verschiedenen Dingen, die einfach durch irgendwelche Updates dazu gekommen sind, nochmal eine 40% höhere Chance als früher, Summoning Eyes zu bekommen. Und jetzt haben wir ja vorhin schon gesehen, dass Summoning Eyes momentan so plus minus bei 1 Million Coins sind und wahrscheinlich auch noch weiter steigen werden in Zukunft. Und wir müssen uns jetzt eben auch bewusst sein, wir können einfach heutzutage auch viel mehr und viel schneller Summoning Eyes farmen. Ich habe nämlich Second40 mal gefragt vor ein paar Tagen, der hat nämlich auch sehr, sehr viel Summoning Eyes gegrindet auf Iron Man und das halt eben eigentlich mit den verschiedenen Sachen, mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man halt heutzutage auch hat. Und der hat auch gesagt, ja, er kommt auf so plus minus 7 Summoning Eyes pro Stunde. Was halt eben, wenn man so bedenkt, dass man früher so 4 bis 5 pro Stunde gefarmt hat und da halt eben diese 40% obendrauf rechnet, auch total Sinn macht, weil man da eben so plus minus auf 7 Summoning Eyes pro Stunde dann kommen würde. Also konkret bei den aktuellen Preisen sind das dann auch wirklich 7 bis 8 Millionen Coins, die man heute immer noch verdienen kann mit Summoning Eyes. Also ganz klar eine Verbesserung und ich würde mal sagen, im Vergleich dazu, wie gut Summoning Eyes Farmen damals als Money Making Method war und wie sehr sich, sage ich mal, die Wirtschaft inflationös entwickelt hat, da kann man eigentlich sagen, dass Summoning Eyes Farmen noch genauso eine gute und krasse Money Making Methode ist wie damals. Und was die nächste Money Making Method ist, das dürfte, denke ich, ziemlich schnell klar sein, wenn ihr seht, was ich hier gerade mache. Es ist Farming und auch hier hat sich sehr viel entwickelt in den letzten Jahren und Monaten. Und zwar geht es hierbei nicht konkret nur um Potatoes, sondern es geht einfach um Farming generell. Denn Farming war früher sehr, sehr gut, dann kam ein Farming Update raus, dann war es noch besser und mittlerweile ist Farming eigentlich gar nicht mal mehr so krass. Aber wir schauen darauf, was hier konkret sich verändert hat und wie gut das eben heute immer noch ist, in welchen Bereichen genau. Denn Potatoes waren früher tatsächlich auch wirklich gut für Geld farmen. Zum Beispiel waren die Enchanted Baked Potatoes, die man halt braucht, um Hot Potato Books zu machen, diese haben früher halt wirklich über 100.000 Coins das Stück gekostet. Es war damals zum Beispiel auch sehr, sehr gut, einfach auch Potato Minions als Minions aufgestellt haben zu lassen, weil wenn da mal wirklich ein paar Enchanted Baked Potatoes drin waren, dann war das gutes Geld. Man konnte damals im Auktionshaus zum Beispiel einen ganzen Stack Enchanted Baked Potatoes einfach mal so für 5 Millionen Coins jeweils kaufen und wenn man jetzt das mal im Basar sich anschaut, dann bezahlt man ja knapp noch 1,9 Millionen heutzutage für einen ganzen Stack davon. Das liegt sicherlich daran, dass halt eben krassere Hoes hier mit eingeführt wurden und eben die Farming Contests dann irgendwann auch dazu kamen und dadurch halt einfach auch viel, viel mehr Leute erstens einmal Potatoes gefarmt haben, aber vor allem natürlich auch durch die neuen Farming Tools, wodurch man halt viel schneller diese neuen Farmen bauen konnte. Also auch das hat natürlich einen wesentlichen Einflussfaktor darauf gehabt. Also das war natürlich sehr, sehr krass, weil man hat halt eben Farmen früher einfach von Hand bauen müssen und heutzutage geht es halt einfach richtig einfach. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht übrigens, dann schaut doch gerne dieses Video hier oben rechts an. Auch muss man bedenken, dass dafür natürlich noch das Elephant Pad dazu kam, was ja früher noch etwas krasser war, weil es da noch sowas wie eine Art Bug darin gab, weil man halt eine gewisse Chance hatte, dass man nicht einfach mehr Jobs bekam, sondern einfach die Jobs nochmal verdoppelt wurden. Ich glaube, das war eine 50% Chance oder so, oder 25% Chance, wenn das Elephant Pad Level 100 war. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht mehr. Das wurde aber irgendwann geändert, einfach, dass es halt extra Farming Fortune gibt, weil auch Farming Fortune gab es ja früher zum Beispiel nicht, weil es gab ja halt eben nur so Chance auf Double Drops, Chance auf Triple Drops, Chance auf Quadruple Drops und so weiter. Ich würde also behaupten, Potatoes Farmen hat sich im Vergleich zu früher kaum verändert. Die Preise sind halt einfach gesunken, aber gleichzeitig ist das, was man an Ertrag und so weiter farmen kann von Potatoes, halt ganz klar gestiegen im Vergleich zu früher. Also hat sich hierbei, denke ich, nicht groß etwas verändert. Beziehungsweise ich würde sogar fast sagen, dass Potatoes wahrscheinlich sogar schlechter geworden sind, weil man halt eben das Ganze durch Minions nicht mehr so gut unterstützen kann, geldtechnisch, wie das früher möglich war. Und eine ähnliche Entwicklung durchlebt hat auch Sugarcane. Bei Sugarcane war es ja früher beispielsweise auch sehr beliebt, genauso übrigens bei Potatoes auch, die Dinge einfach beim NPC zu kaufen und dann halt eben weiter zu verkaufen und man hat eigentlich nur durch das Zusammencraften dann halt eben Profite gemacht. Aber dann kam irgendwann der Basar ins Spiel und eben das NPC Buy Limit kam dazu und man konnte dann halt eben nur noch 10 Stacks pro Tag kaufen und seither sind dann halt eben die Preise erstmal in die Höhe geschnellt nochmal ein bisschen, aber sie waren auch davor vergleichsweise schon relativ hoch. Also ich habe ja gerade gesagt, eben ein Enchanted Baked Potato hat damals locker über 100.000 Coins mal gekostet so pro Stück und bei Sugarcane war es sogar noch ein bisschen krasser, da hat beispielsweise eine Enchanted Sugarcane dann teilweise 130.000 Coins einfach gekostet
Und heute, wenn wir uns das im Bazaar anschauen, dann sind wir hier immer so bei plus minus um die 50.000 Coins herum. Und das liegt letztendlich natürlich ganz klar schon auch daran, dass sich natürlich eben die Möglichkeit, Farmen zu bauen, verändert hat und eben halt auch diese Farming-Contests dazu kamen mit dem besseren Sugarcane-Hose, womit es einem im Endeffekt dann einfach auch wirklich möglich war, viel schneller und effizienter zu farmen. Aber eben früher, wenn man halt wirklich Alchemie leveln wollte, dann hat man entweder Sugarcane selbst gefarmt oder man hat halt eben das Ganze im Auktionshaus damals gekauft. Und ja, heute gibt es halt einfach den Bazaar dafür und wer halt, sag ich mal, so spielt, wie man spielen möchte, kann sich halt einfach das Zeug mit Geld dann kaufen und das Geld halt anderweitiger farmen. Sugarcane, würde ich also sagen, ist im Vergleich zu früher wahrscheinlich sogar eine bessere Moneymaking-Method geworden, denn wenn wir eben die Bazaarpreise von jetzt Enchanted Baked Potatoes und hier Enchanted Sugarcane vergleichen, dann sehen wir schon, dass Enchanted Sugarcane doch immerhin fast das Doppelte kostet heutzutage, aber aus meiner Wahrnehmung hat beides ungefähr die gleiche Entwicklung durchgemacht, was halt eben Ertrag angeht. Also der Ertrag wurde natürlich bei beiden Sorten, jetzt eben bei Sugarcane und bei Potatoes, ganz klar besser, aber der Preis ist bei Potatoes im Vergleich dazu ganz klar stärker gesunken. Es ist natürlich schon auch so, dass Sugarcane weniger Ertrag gibt pro Zeit, also man kriegt mengenmäßig weniger Sugarcane als Potatoes beim Farmen, das ist richtig. Aber dennoch, wenn man halt vergleicht, was die Preise früher waren, dass beides halt etwa plus minus gleich viel gekostet hat tatsächlich und wie es jetzt halt heute aussieht, dann muss man sagen, dass Sugarcane eigentlich besser ist als damals. Beziehungsweise sich weniger verschlechtert hat oder ja eben halt insgesamt mengenmäßig weniger gesunken ist, als das bei Potatoes der Fall war. Und zum Schluss schauen wir uns auch diese Money Making Method hier an und auch sie hat etwas mit einem Skill zu tun. Es ist Foraging und damit hat man früher tatsächlich Coins verdienen können, sehr, sehr gute Coins sogar. Und mitverantwortlich dafür, dass Holz eben wirklich auch eine gute Money Making Method war früher, ist dieser NPC hier, denn bei dem kann man hier das Tactician Sword kaufen, was eigentlich ein ganz gutes Schwert ist tatsächlich und man kann es halt eben noch weiter verbessern. Man kann ihm noch 100 Stärke hinzufügen mit diesem Wood Singularity hier, der von allen 6 Holzsorten jeweils 320 enchantete Stück braucht. Und wir sehen hier unten auch schon angezeigt, Sell Value im Auktionshaus ist aktuell 3,6 Millionen und ich mag mich erinnern, dass der früher so ungefähr bei 9 Millionen war, also wirklich vor 2 Jahren, als das Update rauskam. Das Update ist unterdessen auch wirklich schon 2 Jahre draußen, dass der Park halt eben so aussieht, wie er aussieht, weil früher hatte man ja ganz, ganz kleine Holzinseln noch, wo man kaum mit mehr als 2 Leuten gleichzeitig farmen konnte. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare alle Leute, die sich noch daran erinnern, wie das damals war. Es war der Horror im Vergleich zu früher, aber auch heute ist es hier teilweise nicht unbedingt besser, bin ich ehrlich. Aber ja, auf jeden Fall, damals hat das halt wirklich noch eine ganze Steine Geld gekostet und das war damals auch wirklich viel Geld. Damals wurde Holz natürlich auch einfach ganz normal im Auktionshaus verkauft, in ganzen Stacks oder so und eben, es gab halt damals einfach noch keinen Bazaar. Das muss man sich halt einfach mal vorstellen. Es gab dafür aber natürlich den Foraging NPC, wo man halt eben auch einfach alles als Holz Sorten so kaufen konnte, den gibt es ja heute auch immer noch und damals gab es halt eben auch keine NPC Buy Limit und eben es gab dann halt wirklich Leute, die halt damit auch eben gut Geld verdient haben, indem sie einfach Holz gekauft haben, das zusammengecraftet haben und dann halt eben als enchantetes Holz wiederum verkauft haben und das war damals durchaus eine valable Money Making Method, die halt eben auch ein bisschen Geld eingebracht hat, einfach nur durchs Zusammencraften. Aber eben, dann kam das NPC Buy Limit und das wurde so gesehen alles gekillt und die Leute wurden gezwungen Foraging zu machen. Ja und wie hat man damals Foraging gemacht. Damals gab es noch nicht so was Tolles wie hier ein Tree Capitator, mit dem man einfach mal eben den ganzen Baum oder je nachdem welchen Baum man fällt, den halben Baum einfach mal so fällen kann. Damals gab es in der ganz schönen Wood Collection hier bei Junglewood, nämlich die legendäre Jungle Axe. Mit der konnte man einfach so ein bisschen mehr Holz abbauen, aber eben nicht einfach nur ein Log, aber eben auch nicht gerade 30 oder 35, wie man das mit dem Tree Capitator ja machen kann. Und diese Axt, die war eigentlich ganz gut, also mit der konnte man ganz gut so ein bisschen was farmen. Also ich glaube, die baut ja um die 10 oder 8 oder 6 oder so auf einmal ab, wenn man mit der einmal abbaut, hat auch einen Cooldown von 2 Sekunden hat drauf, genauso wie der Tree Capitator auch. Oder die andere Methode damals war es zum Beispiel einfach eine Efficiency 5 Gold Axt zu machen, dazu eine Haste 3 Potion zu trinken und dann konnte man nämlich Holz Insta farmen sozusagen. Und damit war man am Ende so ein ganz ein bisschen schneller, als wenn man halt eben das Ganze mit der Jungle Axt gemacht hat, aber auch das war halt, ja, sag ich mal, schon sehr nervenaufreibend und ich glaube, würde heute noch jemand auf diese Art und Weise Foraging machen müssen, dann wären die Leute in Skyborg im Durchschnitt unter Foraging Level 20. Denn ich meine, auch mit dem Tree
Decapitator, der das Ganze eigentlich schon viel einfacher machen sollte. Auch damit sind die Leute immer noch zu faul, um Foraging zu machen. Und zusätzlich müssen wir uns bewusst sein, dass es damals noch kein Ocelot-Pet gab und es gab damals natürlich auch noch kein Monkey-Pet. Und na, ich mag mich daran erinnern und ihr vielleicht auch, dass ich mal Top 30 in Foraging war und fast Top 10 in Sprucewood geworden bin. Einfach nur, weil ich mal so ein bisschen Holz gefarmt habe. Und das war damals mit Foraging 30 ungefähr. Und mit nur einigen wenigen 100.000 Holz in der Collection. Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Und das war nicht irgendwie zu Beginn von Skybox, sondern das war bereits irgendwie im März 2020. Aber wie hat sich Foraging jetzt ans Moneymaking Method entwickelt? Ich bin ehrlich, ich kann es gar nicht genau sagen, weil ich es irgendwie auch nicht mehr weiß, was die Preise damals überhaupt waren. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie hoch waren und man konnte wirklich gut Geld verdienen. Einfach sogar ab dem Zeitpunkt dann auch, wo der Bazaar halt eben eingeführt wurde und eben das NPC-Buy-Limit halt eben dann auch kam bei den NPCs von Holz und so weiter. So ab dem Zeitpunkt konnte man für einige Zeit wirklich sehr, sehr gut Geld mit Foraging verdienen. Und heute ist es ja so, dass ein Enchanted Holz von einer Sorte so im Durchschnitt etwa 1200 bis 1600-700 Coins kostet, je nachdem eben welches Holz man sich anschaut. Und damals war das definitiv noch mehr. Aber ich habe wirklich keine Vorstellung mehr davon und ich habe auch leider damals noch keine Videos irgendwie dazu gemacht oder so, wo ich nachschauen könnte, was die Preise für Holz damals waren. Aber ich weiß, man konnte damit wirklich sehr, sehr gut Geld verdienen. Vor allem halt eben auch, als er noch zusätzlich der Decapitator hier rauskam. Aber auch davor, es war halt auch tatsächlich, auch wenn man nur mit der Goldachs gefarmt hat, auch damit hat man halt wirklich gutes Geld verdient tatsächlich. Und ich glaube, bei Foraging kann man halt wirklich auch sagen, einfach weil Holz irgendwie in ganz Skyburg ansonsten keine große Verwendung mehr hat, außer halt eben für ein Wood Singularity oder halt eben für ein Campfire, God Badge, wie auch immer, um den halt dann zu upgraden. Ja, dafür braucht man halt schon noch so ein bisschen Holz, aber eben viele Leute kaufen sich das heutzutage einfach im Bazaar und deswegen, das ist übrigens auch der Grund, weswegen Junglewood in der Regel auch etwas vom teuersten ist, wenn man sich das anschaut, weil Junglewood kann man eigentlich sonst sehr, sehr gut farmen, das ist ja relativ easy, aber die Nachfrage davon ist halt entsprechend hoch, weil man halt eben das unter anderem auch braucht dafür, um halt eben diesen Talisman zu verbessern. Aber eben ansonsten kann man halt schon sagen, es gibt nicht wirklich Anreize, Foraging zu machen, also ich sag mal so weder ressourcentechnisch noch irgendwie skilltechnisch und das ist halt wahrscheinlich schon auch mitunter ein Grund, weswegen so viele Leute da eben einfach ein so niedriges Foraging-Level haben, weil es bringt halt letztendlich wirklich nicht viel Geld ein, also ja, wirklich nicht viel Geld. Ich kann mich erinnern, als ich glaube Technoblade damals noch Bürgermeister war bei diesem Event, habe ich ja beispielsweise alle meine Foraging-Pads noch eben auf 100 gelevelt, weil es hat da doppelte XP gab, glaube ich, und ich glaube, ich habe da kaum mehr als 1 Million pro Stunde verdient mit Foraging. Deswegen ist es auch sehr, sehr gut, dass ein Foraging-Update angekündigt ist. Wann das rauskommt, wissen wir allerdings noch nicht, aber es scheint eines der nächsten zu werden und es scheint definitiv auch noch vor Skyblock 1.0 natürlich zu kommen, aber bis dahin können wir eigentlich wirklich sagen, so ja, ich glaube, es ist wirklich nicht verkehrt, Foraging erstmal beiseite zu lassen, Foraging erstmal so stehen zu lassen, denn es könnte natürlich eben mit einem Foraging Update, was wie gesagt kommen wird, früher oder später wieder neue Anreize geschaffen werden, wie man dann halt eben Holz farmen kann, um das vielleicht schneller zu machen und halt eben auch bessere Verwendungszwecke für Holz an sich zu finden. Weil sagen wir so, wenn man halt eben wirklich für viele Dinge viel Holz benötigen würde, dann würden wahrscheinlich eben auch die Preise dadurch wieder etwas steigen, weil logischerweise nur weil man Holz für mehr Sachen braucht, gehen natürlich auch nicht alle Leute Holz farmen, sondern es wird immer noch die Leute geben, die im Bazaar auch Holz kaufen. Also sprich, die Preise werden dadurch sicherlich erstmal ein bisschen steigen dann. Aber eben, da wird sicherlich früher oder später irgendwie etwas kommen. Vielleicht werden auch hier die Parkinsen nochmal vergrößert. Es wird nochmal irgendwie hier alles reworked, einfach um eben besser und schneller Foraging leveln zu können oder eben auch generell mehr und besser Holz farmen zu können. So, und ich habe jetzt in diesen 3 oder 4 Minuten, wo ich hier Holz gefarmt habe, hier laut Bazaar, wenn ich das jetzt insgesamt 12.000 Coins verdient. Das ist krass auf jeden Fall. Wie habt ihr früher eure Coins verdient und wie verdient ihr sie heute? Und würdet ihr auch sagen, dass das, was ihr früher gemacht habt, heute vielleicht immer noch effektiv ist? Oder testet es mal aus und schreibt es gerne in die Kommentare auf jeden Fall. Würde mich freuen. Ich freue mich auf eure interessanten Beiträge und falls ihr auch dieses Video hier interessant gefunden habt, dann zeigt das gerne mit einem Abo und einem Daumen nach oben. Würde mich ebenfalls sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace out.